Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode hier zur FIFA 20 Karriere mit Werder Bremen. In der heutigen Episode, falls ihr noch die letzte Episode im Kopf habt oder jetzt gerade einfach nur auf euren Bildschirm schaut, seht ihr, dass wir in der heutigen Episode ran müssen im DFB-Pokal gegen Leipzig. Das Gute an der Sache ist, wir spielen auswärts, das heißt also wir müssen nach Leipzig reisen und dort halt eben spielen. Und das ist ja eigentlich, wie eigentlich Werder Bremen aus dem Real Life, eine ziemlich gute Sache, weil wir sind ziemlich heimschwach auch gewesen hier in dieser Karriere. Und deswegen bin ich eigentlich ganz guter Dinge, zumal im DFB-Pokal, da sind meine Leute wahrscheinlich auch noch ein bisschen heißer, weil wir haben in der letzten Saison, war das ja, den DFB-Pokal tatsächlich auch gewonnen. Und somit sind wir natürlich dann auch der Titelverteidiger und deswegen wollen wir natürlich jetzt auch weiterkämpfen im DFB-Pokal. Danach müssen wir, glaube ich, ran in der Bundesliga gegen, nee, hier Teamstatistik möchte ich gar nicht rein. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen wir da auf jeden Fall rein müssen. Kalender gegen Bayern München. Ach, du meine Güte, okay. In der nächsten Episode geht's ran gegen Bayern München. Das wird auf jeden Fall auch ein sehr, sehr hartes Spiel. Dennoch, wir wissen ja, ich glaube, in der Bundesliga sitzen wir momentan auf Platz 4 tatsächlich nach dem letzten Sieg hier gegen Köln, wo wir 1-0 gewonnen haben. Relativ knapp, aber dennoch, Sieg ist Sieg, 3 Punkte haben wir abgeholt. Und damit sollten wir auf Platz 4 sein in der Bundesliga zur Hinrunde, fast zum Ende der Hinrunde. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir gegen Bayern verlieren sollten, da können wir, glaube ich, drüber hinwegsehen. Und das hier ist die Mannschaft, mit der es heute hoffentlich sehr heiß hergehen wird. Ich habe jetzt auch das bestmögliche Team hier zusammengestellt mit den bestmöglichen Spielern normalerweise auf der gesamten Position, außer natürlich im Tor, denn in der letzten Episode, wer das nicht gesehen hat, es gab einen sehr, sehr herben Rückschlag, nachdem sich Pavlenka tatsächlich verletzt hat und wir jetzt halt eben auf Capino angewiesen sind. Wir wissen natürlich, Capino kann eigentlich super gut Leistung abrufen, aber wenn du halt eben die Wahl hast zwischen Capino und Pavlenka, ist ja ganz klar, für wen du dich entscheidest, nämlich für Matsura. Nee, also da ist ja ganz klar, da benutzt man natürlich Pavlenka lieber im Tor. Aber dennoch, wie gesagt, ich habe großes Vertrauen in Capino und vielleicht schreibt er ja auch irgendeine wunderbare Geschichte in seiner Fußballhistorie. Ansonsten kennt man ja soweit das Team. Ich habe Costa zum Beispiel noch mitgenommen, ich habe Friedel mitgenommen als Auswechselspieler und so. Ihr kennt das ja, Martin Hane kommt ja mit, Sargent spielt bei uns ja gar keine Rolle mehr. Und ja, ich würde sogar tatsächlich sagen, wir können auch so direkt ins Spiel reingehen. Ja, schau mal einer an, das gute Fritz-Walter-Wetter hier. Ja, und damit würde ich sagen, auf geht's hier in die Partie gegen Leipzig. Mal schauen, wie das jetzt hier ablaufen wird. Ich nehme das Ganze mal wieder hier mitten in der Nacht auf. Das heißt also, ja, gut, ich kann jetzt wieder ein ganz kleiner Radatsch hier runterrattern auf meiner Liste, was ich so alles an Rechtfertigung erzählen kann. Zumal ist mein Hirn wieder Matsche. Ich spiele natürlich schlechter, nicht nur kommentieren und so, was ich auch nebenbei machen muss. Konnok Biat, schön nochmal Dabur hier gesehen. Dabur läuft einfach mal durch. Was ist denn hier auf einmal los? Fünfte Minute schon wieder so früh oder was? Munas Dabur und da Gulaschi, der das Ganze noch halten kann. Meine Güte, das hatten wir schon mal gehabt. Ich weiß gar nicht, gegen wen war das? War das auch gegen Köln oder so? Wo wir direkt in der 5 Minute oder sowas schon direkt das 1-0 geschossen haben. Das war auch wieder kurz und knapp davor. Aber Gulaschi, der gute Keeper, der halt eben ist, ne, der zwar aussieht wie 50 Jahre alt, aber der, keine Sorge, der stirbt nicht direkt, wenn man ihn anschießt. Der natürlich hier gute Paraden hier liefern kann. Also, Banega jetzt mit dem Eckball. Bringt den rein. In der Mitte steht Mustafi. Mustafi kommt zum Eckball. Oh, Kopfball. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nelson. Spiel hier auf den Flanken. Und der flankt ihn jetzt mal rein. Banega, da steht Konok Bia. Konok Bia kommt zum Kopfball. Aber. Oder ein Kulu ist das. Entschuldigung. Ich möchte jetzt nicht rassistische Ausdrücke hier machen oder sowas. Aber die sehen gerade relativ ähnlich aus. muss man einfach so sagen. Van de Beek kommt daran. Aber ich wollte mich ganz ehrlich gerade darüber beschweren, dass halt unsere Kopfbälle hier unfassbar schwach so sind. Dembele. Wir sehen, Timo Werner wird jetzt oben als Spieler im Fokus nochmal wieder angezeigt und so. Kann man auch gut verstehen, weil Timo Werner ist da auch halt eben einer der stärksten Spieler natürlich bei Leipzig momentan. Adams auf den Außen, Van de Beek muss aushelfen. Grätsche, wunderbare Grätsche jetzt hier. Konnte den Angriff so ein bisschen stoppen. Geschwindigkeit rausnehmen aus dem Angriff, sodass wir halt eben das jetzt nochmal neu formieren können. Was ist das denn? Seitfallzieher, um den Pass weiterzubringen. Neves. Haidara, könnt ihr in die Mitte ziehen mit einem guten Dribbling, aber nein, spielt auf den Außen, auf Fabra. Fabra flankt den rein, Kuku kommt da unten in der Mitte und Van de Beek ist schon wieder da. Da muss man halt wirklich aufpassen, weil das sind auch sehr dribbelstarke Spieler, die ganzen. Aber guck mal, Munas Dabur kann jetzt auch Reece Nelson schicken. Reece Nelson ist unfassbar schnell gegen Fabra. Reece Nelson setzt sich komplett durch gegen Peter Gulaschi jetzt. Oh, Reece Nelson, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch echt nicht wahr sein. Das, ey, also manchmal sind es aber auch, das finde ich ja auch nochmal, das will ich mal ganz kurz hier kritisieren an meinem Team. Also manchmal sind es aber auch wirklich einfach nur diese Abschlussmomente, die uns fehlen. Gerade eben mit Munas Dabur, der unser Stoßstürmer sein soll, der eigentlich die Dinger halt eben reinknipst wie so ein Zlatan Ibrahimovic. Dann halt eben so ein Reece Nelson, der von den Flanken mal in die Mitte ziehen kann, das reinmachen kann. Also wir hätten jetzt hier auch gut und gerne mal auf jeden Fall 1-0 führen können an der Stelle. Gulaschi mit dem Abstoß. Sucht da Timo Werner, der da auch zum Kopfball tatsächlich kommt, kann den Ball auch gut kontrollieren, damit im Mittelfeld jetzt ein bisschen dann wieder rumgespielt wird und so. Wir haben ja erst vor kurzem, glaube ich, sogar tatsächlich gegen Leipzig gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da gespielt haben, aber ich glaube, wir haben doch erst vor kurzem gegen die gespielt. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber irgendwie kann ich mich daran erinnern. Kann auch sein, dass es nur Schein ist und kein Sein. Oben, schön gesehen und gut gespielt. Mal wieder auf Reece Nelson, muss sich wieder gegen Fabra durchsetzen, der macht das aber auch super. Ja, und kann den Ball tatsächlich für einen Einwurf für Leipzig rausklären, Mukiele.
Hi, oh, gut da zwischengegangen von Reece Nelson. Reece Nelson jetzt. Gute Balltäuschung. Ach, schade. Körpertäuschung. Ich sag immer Balltäuschung und manchmal sage ich auch Körperrolle, weil ich die immer miteinander verwechsel. Ach Leute, manchmal ist es auch nicht ganz einfach, ne? Hier vernünftige Sprache irgendwie an den Tag zu legen, wenn du halt eben so energisch kommentierst. Adams gegen Rashica jetzt. Rashica muss wieder aushelfen, macht er eigentlich super, aber bringt den Ball da auf Timo Werner. Der flankt den rein, Dembélé lauert da auch schon, aber Capino lauert da auch und kann den Ball... Oh, mitnehmen! Capino, da muss aber ein bisschen aufpassen. Der Pavlenka macht solche Schlitze eigentlich normalerweise nicht. Gut, nochmal Van de Beek gesehen. Munas Dabur unten. Die stehen jetzt auch relativ tief mit der Verteidigungslinie. Schön gesehen. The Rocket geschickt. Jetzt aber Rashica. Jetzt versuchen wir es mit jedem Spieler irgendwie, der vorne irgendwie agieren kann. Oh, das war aber ein hartes Foul. Das kann man auch mal pfeifen. Hier am Schiedsrichter gespannt. Da können wir mal kurz hier telefonieren in Köln. Wollte ich mal ganz kurz anmerken. Kurz mal ein bisschen rüber tälen und mal sagen, was die da an den Fernsehapparaten da sagen. Ich wollte es... Also, das war schon hart an Elfmeter ran. Wobei, man könnte auch ein bisschen sagen, dass Rashica auch ein bisschen diesen Elfmeter haben wollte. Dass er auch sehr danach aussieht, als wolle er den auch so haben. So, Fabra bringt den rein. Henrichs kommt da nicht so ran. Haidara hat jetzt den Ball. Könnte so ein bisschen in die Mitte ziehen. Spielt auf Neves zurück. Neves hat auch viel Raum, viel Platz. Nkunku mit der Hacke auf Neves wieder. Nkunku spielt das super auf Dembélé raus. Dembélé könnte jetzt auch rein theoretisch abschließen. Macht er auch. Aber wir haben Capino da stehen. Der hat halt eben noch eisame Spitze. Einsame Spitze. Jetzt kommen wir wieder. Normalerweise müssen die halt so aufgelockert sein, auch in der Verteidigung. Schön gesehen wieder. Reece Nelson, Dreh- und Angelpunkt. Unten läuft er. Konnok Bier. Vielleicht mit dem Kopf. Oh, Flugkopfball. Robby van Persie-Style. Ah, Robin van Persie. Entschuldigung, nicht Robby. Ist der falsche. Banega. Kommt da nicht so ganz rein. Ist ja auch nicht der größte Spieler. Was ist das hier eigentlich für ein High-Paced Football hier gerade? Gut gesehen. Dabur. Schön. Schick ihn. Reece Nelson. Reece Nelson. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist mit diesem Gulaschi hier los? Was haben die mit dem gemacht? Was ist denn das? Können wir hier nochmal so einen Drogentest irgendwie machen oder sowas? VAR wird hier nicht angerufen in Köln. Drogentest wurde anscheinend nicht gemacht. Jetzt aber. Munas Dabur. Munas Dabur. Schön. Körper eingesetzt. Ah, schade. Kann sich aber nicht so ganz durchsetzen. Bisschen zu langsam gewesen an der Stelle. Und da sehen wir nochmal 2 Minuten Nachspielzeit. Wird es ja auch nochmal geben. Fabra. Auch wird ziemlich häufig an den Flügel angespielt. Van de Beek kann ihn nicht so ganz bedrängen. Wobei vielleicht so ein bisschen am Sprint verhindern. Und da kommen wir mit Kudu auf jeden Fall ran. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter ja zur Halbzeit. Meine Güte. Dieser High-Paced Football hier gerade. Also wir spielen hier gerade den Ball. Also hier ist nicht irgendwie so ein blödes Mittelfeld rumgestocher oder sowas. Sondern wenn jemand den Ball bekommt, geht's nur nach vorne. Und dann kennen wir auch nur noch das Presswort vorne, vorne, vorne. Wir sehen es mal bei den anderen Spielen hier. Frankfurt und Bochum momentan noch ein 0:0. Und Nürnberg führt 1:0 gegen Ingolstadt. So ein bisschen auf Real Life übertragen. Ich weiß nicht, wann diese Episode hier rauskommt. Ich nehme diese Episode noch vor dem Playoff-Spiel von Werder Bremen halt eben auf. Also bevor sie ihr Rückspiel haben gegen Heidenheim. Und halt eben auch vor dem Spiel Nürnberg gegen Ingolstadt. Vielleicht ist das ja ein bisschen so ein... Vielleicht ist das ja hier so ein Orakel. Ich weiß auch gar nicht, wie gesagt, wann das Video hier rauskommt. Kann auch sein, dass es schon das Spiel Nürnberg gegen Ingolstadt gab. Aber das glaube ich gar nicht. Wie dem auch sei. Das könnte vielleicht ein Orakel sein. Who knows? Leverkusen gegen Gladbach, wie ich das gerade richtig gesehen habe. Will ich was wechseln? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Und damit gehen wir auf hier in die zweite Halbzeit. Munas Dabur setzt das Ganze hier an und das Spiel beginnt auch schon. Und jetzt, wie man es ja auch schon kennt aus der ersten Halbzeit, wer den Ball hat, presst jetzt einfach nur noch nach vorne. Nelson gegen Fabra. Fabra, oh, macht gut das mit seinem Körper wieder gut reingestellt. Theoretisch habe ich halt so ein bisschen gehofft, dass wir hier den Einwurf bekommen können, sodass ein paar mehr Spieler halt eben vorne in der Offensive mitstehen und uns halt eben aushelfen. Hat nicht so ganz funktioniert. Dembélé. Auf reißen so ein bisschen Innenverteidigung da auf mit Mustafi. Da müssen wir aufpassen. Timo Werner könnte jetzt auch ein bisschen losschicken. Macht er jetzt Körperrollen, so wie ich es ja manchmal gerne sage. Und, oh, Nkunku kommt da nicht ran. Aber schön vor Mustafi dazwischen gewesen. Oh mein Gott. Das hat er richtig gut gemacht, der Timo Werner. Gut nochmal gesehen jetzt. Der Chicken. Nein, unten Webernäger durchgerannt. Warum Munas Dabur? Ich kann verstehen, wenn du Munas Dabur anspielen möchtest. Ist ja auch der Stürmer, der kann ja auch die Sachen vorne eigentlich machen. Aber Banega wäre da schön durchgelaufen. Adams, jetzt wieder aufgepasst. Jetzt wieder aufgepasst. Wie gesagt, das ist hier Offensivaktion um Offensivaktion. Kommen wir da ran? Ja, Henrichs steht genau goldrichtig. Und das war auch ein Abseits. Der Gegenspieler stand nicht goldrichtig. Und genau sein stand er pechschwarz, voll im Abseits. So Capino. Ein bisschen mehr Ruhe. Bisher gefällt mir auch Capinos Leistung. Ich meine, den haben wir jetzt nicht so häufig halt eben da vorne gesehen, wenn wir mal, oder da hinten gesehen, besser gesagt. Oh, schick ihn! Ach Mann, schon wieder nicht richtig. Den haben wir jetzt ja noch nicht so oft in Aktion natürlich gesehen, aber wenn er halt eben abgerufen werden sollte, dann war er halt eben da. Schön! Nein, da kommt er nicht dazwischen? Ich glaube, ich fasse es nicht. Und jetzt auf Timo Werner. Gut dazwischen von Kulu und gut gemacht von Max. Nichts anbrennen lassen, einfach nach vorne gespielt und damit so ein bisschen wieder mal offensiv den Gegner so ein bisschen abgebremst. Dembélé. Aber die kommen wieder direkt nach vorne. Seht ihr das? Weiter Ball wieder gespielt auf Haidara. Der spielt auf Timo Werner. Der könnte jetzt gleich wieder abschießen. Spielt auf Haidara. Der schießt. Und Capino. Oh mein Gott.
Ich sag es euch ja, Pavlenka, der ist natürlich ein krasser Typ, aber wir können auch auf Capino zählen. Aber wir können jetzt gerade nicht auf Kondok Bias Pessi zählen. Deswegen würde ich auch sagen, wir gucken mal, dass wir ein bisschen was wechseln können. Aber ich hab euch das gesagt, macht euch keine Sorgen. Capino kann das auch. Rashica wechseln wir jetzt mal aus. Komm, Szymanski kommt mal wieder rein. Ich habe Piotrowski auch überlegt mitzunehmen. Huch, ich habe Piotrowski überlegt mitzunehmen. Das Problem ist aber, dass Piotrowski auch ein bisschen angeschlagen ist. Ne, ansonsten würde ich gar nicht mehr weiter irgendwas wechseln oder sowas. Will ich Rashica auswechseln? Ja doch, ich will Rashica auswechseln. Ich weiß, dass Szymanski Geschichte schreiben kann. Neves. Auf Fabra. Oh, Grätsche hätte auch eine rote Karte werden können. Fabra gegen Henrichs. Henrichs macht das klasse. Schön. Was? Das war... Wenn das ein Foul ist, dann heißt meine Mutter Olga. Was soll das denn jetzt? Ey, aber irgendwie Minute 10 oder was es da war. Grätsche der Gegenspieler mich da im Leipziger 16er um. Und es gibt nicht mal Vorteil. Es gibt nicht mal irgendwie... Es gibt nicht mal Reklamation oder sowas in Köln oder so, weißt du. Sondern nein, da wird es einfach natürlich so durchgezogen. Aber hier ist direkt ein Foul oder was? Können wir nochmal abwehren. Gut, Reece Nelson könnte jetzt ein bisschen Tempo ziehen. Nee, kann kein Tempo mehr ziehen. Die machen das aber auch stark, die Leipziger. Gute Manndeckung vor allem auch. Oh, hier auch gute Schusstäuschung. Banega muss da ran und gut abgewehrt, sodass Capino da ohne Probleme direkt an den Ball halt eben kommen kann. Gut gesehen. Jetzt wir, bitte. Kondok Bia läuft. Und Bia läuft. Oben läuft Szymanski. Schön gesehen. Szymanski jetzt angespielt. Szymanski gegen Adams. Szymanski macht das gut. Komm, schick ihn. Ach, diese Grätsche da auch wieder. Wieder mal gottesgleich. Da weißt du halt eben, du spielst halt eben hier nicht gegen irgendeinen komischen Dorftrottelverein, sondern spielst hier gegen Leipzig mit halt eben einer wirklich absoluten Top-Mannschaft. Der kann jetzt direkt wieder hochspielen. Werner zieht vielleicht auch noch selber durch die Mitte. Aber gut, dass wir Mustafi da halt eben stehen haben, der da wirklich eine absolut saubere Leistung hier vollzieht. So, jetzt kommen wir mit Kondok Bia. Und vielleicht auch Munas Dabur. Ne, der will aber nicht so ganz durchziehen. Deswegen spielen wir mal lieber auf Van de Beek, der auch viel Platz hier auf jeden Fall hier bekommen hat. Und dann wieder die Innenverteidigung. Die machen das echt klasse. Also zweikampfmäßig ist Leipzig gerade wirklich auf einem anderen Level. Komm, wieder viel Platz. Munas Dabur. Ach, nicht gut gespielt. Kein guter Pass, Leute. Wollt ihr überhaupt so noch in die weitere Runde kommen? Szymanski. Ich weiß mal wieder nicht wohin. Guck mal, und dann grätschen die wieder. So gut. Und ein Spieler von mir hat sich... Nee, ich wollte gerade sagen, hat sich verletzt. Aber ist nicht gar nicht. Dembélé. Könnt durchziehen. Könnt nach unten jetzt auch spielen. Da ist gar nichts mehr auf dem Flügel. Dembélé hat den Ball einfach weiterhin. Und dann... Das kannst du ja nicht Schuss nennen. Das war eher geschoben. Wo willst du denn hinwerfen, Capino? Jetzt bitte nicht auch anfangen, jetzt auch noch so eine Zitterpartie daraus zu machen. So was kann ich hier nicht gebrauchen. Philipp Max. Ah, gut, gut, nur mal einen Einwurf reingeholt. Und wir können auch nochmal schauen, dass wir hier wechseln können. Leute, was ist denn hier auf einmal los? Wir brechen hier gerade komplett zusammen als Mannschaft. Das gefällt mir so nicht. Wir machen mal einen Cuisance hier mal wieder rein. Für Kondok Bia. Banega macht das eigentlich ganz gut defensiv. Das lassen wir mal so, aber so ein Mikael Cuisance können wir mal wieder reinschicken. Timo Werner geht raus, das ist schon mal eine große Gefahr, die hier den Platz verlässt. Und ich glaube, Yusuf Poulsen kommt. Nee, Batshuayi, oh Gott, Batshuayi. Und da bleiben sie schon wieder am Ball. Da kleben sie wieder am Ball, weißt du? Das, wie gesagt, der Wahnsinn. Nein, das, warum wird oben angezeigt, dass Cuisance und Kondok Bia gewechselt worden sind bei Leipzig? Das ergibt keinen Sinn. Schön, deswegen habe ich Banega halt eben drin gelassen, weil er halt wirklich so diese Zweikampfpräsenz einfach hat. Ruhig, ruhig zusammenbauen jetzt hier den Angriff. Ruhig zusammenbauen. Philipp Max. Schick ihn. Szymanski. Nein, okay, Philipp Max dann halt. Oh, weil Szymanski läuft auch. Schick ihn los. Komm, Mikael Cuisance gerade eingewechselt. Mikael Cuisance mit der Chance und dann Nils Nelson. Nein! Nein! Was? Was? War das abseits? Nein! Der macht den nicht! Er will das spektakulär machen. Ja, wer bist du denn? Oh mein Gott, das Tor war frei. Das Tor war frei. Ich, und jetzt 2 Minuten Nachspielzeit. Das hätte das 1-0 werden müssen. Das darf doch nicht wahr sein. Es geht hier echt noch in die Verlängerung, glaube ich, rein. Ich glaube, es gibt hier keine Offensivaktion mehr, sondern da wird das wahrscheinlich gleich relativ früh abpfeifen. Was sehen wir hier nochmal? Eine Chance vielleicht noch von Leipzig. 2 Minuten jetzt schon. Nein, es geht in die Verlängerung. Das hätte das 1-0 sein müssen. Das darf nicht wahr sein. Es will einfach nicht. Es will einfach nicht. Wenn das Spiel es nicht will, dann ist es halt eben so. Weil Reece Nelson unbedingt so einen Sportakus-Move machen musste. Wir sehen es hier nochmal. Frankfurt hat 1-0 gewonnen gegen Bochum. Nürnberg schießt Ingolstadt 3-0 weg. Wie gesagt, ne, könnte ja Orakel sein. Leverkusen-Gladbach wird gerade angepfiffen und Hoffenheim-Wolfsburg genauso gerade angepfiffen. Und wir pfeifen jetzt halt eben auch die Verlängerung an, Leute. Oh, ich hoffe, das geht hier nicht ins Elfmeterschießen. Das kann ich mir hier nicht erlauben. Auf geht's. Jetzt heißt es wirklich die Kraft reinkarnieren. Reinkarnieren, also halt eben so Kraft speichern, so Dembélé raus, Kunja kommt rein, ist halt eben auch kein toller Wechsel für uns, weil es sind auch mal wieder extrem starke Spieler, die da auch reinkommen, natürlich starke Spieler, die auch den Platz verlassen, aber wie gesagt, die kommen auch gut rein. Dabur, das ist Einsatz, das ist Mentalität, so will ich das auch sehen. Schick ihn, schön, Donny van de Beek muss sich durchsetzen, aber das sind wieder die Grätschen, das ist wieder, wie gesagt, Zweikampfverhalten bei denen, das ist so phänomenal, wie die das da leisten, defensiv. Kunja auf Forsberg, hab gar nicht mitgekriegt, dass Forsberg auf dem Platz steht. Cuisance.
Kommen wir da so ran, Nev, aber wir können ihn so ein bisschen den Weg zumindest abdrängen. Neves. Gegen Schmanski. Da kommen wir so nicht ran. Nee, das ist nicht gut. In der Mitte steht jetzt neben dem Forsberg und er schießt aus der Drehung. Ich finde es schön, dass Capino sich den Ball nochmal geholt hat, um das Ganze ein bisschen schneller zu machen. Gut, dass er halt eben auch da auch zur Stelle war, aber dass halt eben keine große Chance daraus wird, habe ich mir schon fast gedacht. Da kann auch Mundas Dabur nicht mehr hinterherkommen. Also vorne, das gefiel mir noch, die Anfangsminuten. Aber jetzt irgendwie vertanzen wir da ganz häufig den Ball. Gefällt mir gar nicht mehr. Das geht nirgendwo hin. Das geht voll auf den Kopf hier von... Erst einmal vom Gegenspieler. Van de Beek. Oh, gut gesehen. Oben läuft Reece Nelson. Auch nochmal schön gesehen. Aber ich glaube, Fabra kommt da nochmal locker ran, weil das nicht so gut gespielt worden ist. Oh, Leute. Ich will nicht, dass das jetzt Elfmeterschießen geht. Ich kriege das nicht hin mit meiner Psyche. Batshuayi auf den Flügeln jetzt unterwegs. Flankt den rein. In der Mitte steht Cunha. Oh, abwehren bitte. Banega. Nicht der größte Spieler. Warum muss er das abwehren? Neves. Kann spielen auf Haidara, Batshuayi flankt ihn wieder rein, Cunha steht da, was machen die denn da, wie spielen die das denn? Und ich habe gerade gesehen, dass da eine Minute Nachspielzeit nur angezeigt worden ist. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen in ganz FIFA. Zweite Halbzeit der Verlängerung. Wir sehen, Leverkusen führt schon nach 15 Minuten 1-0 gegen Gladbach, was auch immer da los ist, ist auf jeden Fall sehr krass. Ich würde sagen, jetzt können wir auf jeden Fall wieder was wechseln. Ich muss eigentlich Reece Nelson wechseln. Es tut mir so leid, Reece Nelson, aber was du dir da geleistet hast, das darf nicht. Und dafür packen wir mal Martin Hanek rein. Für den Fall, dass hier auch in das Elfmeterschießen geht, Martin Hanek ein besserer Elfmeterschütze als Reece Nelson, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Ich hoffe, ich liege damit nicht falsch. Wir machen es jetzt einfach mal so. Ja, ich hoffe, dass, wie gesagt, kommt auch überhaupt gar nicht erst dazu, sondern dass wir jetzt halt eben gleich irgendwie vielleicht die Chance haben, sogar schon das Tor zu schießen. Das war natürlich gar nichts von dir, Dabur. Ich weiß natürlich, dass du eine Show daraus machen möchtest und so. Ich kann es auch irgendwie verstehen, weil du machst es eigentlich gar nicht mehr so schlecht da bisher, außer dass du die erste Chance da nicht reingemacht hast. Kommen wir auch wieder nicht ran. Ballbesitztechnisch müsste Leipzig uns auch, glaube ich, um Welten überlegen sein. Cunha. Guter Zwischengang von Mustafi. Der macht das halt eben auch wieder wie ein Weltklasse-Spieler. Deswegen habe ich ihn gekauft, damit er bei uns wieder auf die Stärke zurückkommt. Mundas Dabur, schick ihn. Martin Hanek. Mundas Dabur läuft. Mundas Dabur, das muss es sein. Warum läufst du nicht durch? Ah, Mann. Und Gulaschi kann den natürlich einfach so abfangen. Wobei der auch ein super Spiel macht. Hallo, die 6 Sekunden sind längst vorbei. Wo ist der Schiedsrichter? Meine Güte, der Schiedsrichter schläft heute auch. Gut gesehen. Mundas Dabur, noch eine Chance. Mundas Dabur! Ich habe gerade so hart mein Mikrofon geschlagen, dass mein Fingernagel gebrochen ist. Alter, tut das weh. Ich muss mich aber freuen, weil ich ein Tor geschossen habe. Aber ich hab mich voll verletzt. Scheiß, die Wand an. Ich habe gerade so eine Freudenfaust gemacht und dabei voll mein Daumennagel so voll gegen mein Mikrofon geschlagen und der ist jetzt voll rot angelaufen. Ich blute ein wenig. Oh, das tut so weh. Scheiße. Das ist die Mentalität. Das ist, wenn du halt eben mit vollster Leidenschaft im Spiel drin bist, dass du dich sogar blutig schlägst. Oh, fuck, Mann. Beziehungsweise ich habe halt voll meinen Popschutz erwischt und der ist ja so ein, weiß nicht, Aluminiumrahmen oder sowas. Das tut übelst weh. Weil er so hart ist. That's what she said. Forsberg. Ah, kommen wir nicht dazwischen. Jetzt dürfen wir hier nichts anbrennen lassen. Ich will das jetzt nicht irgendwie als Rechtfertigung nutzen, als Ausrede oder sowas, aber ich habe mich verletzt und es tut ganz schön doll weh, Leute. Könnt ihr das gar nicht vorstellen. Okay. Komm, wir haben noch eine Minute. 2 Minuten Nachspielzeit. Nein. Mir nicht vertanzen. Mundas Dabur, was machst du denn da? Du sollst nicht mit denen den Tanzbär spielen. Du sollst halt Fußball mit denen spielen. Jetzt kriegen sie einen gefährlichen Einwurf hier. Fabra kippt gleich um. Der hat keine Kondition mehr. Mukiel aber genauso wenig. Fabra wieder auf Neves. Oh, yes! Jawoll! Oh, es hat sich ja noch gelohnt, dass ich mich verletzt habe. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist richtig komisch. Das sind so komische, blutige Streifen unter meinem Nagel. Oh Gott, ich will gar nicht mit euch darüber sprechen. Ich weiß gar nicht, ob ihr sowas überhaupt hören wollt. Wie dem auch sei, Leute. Wir sind hier als Sieger vom Platz gegangen. Schon wieder ein 1-0. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal hintereinander oder sowas, dass wir mit 1-0 hier durchgekommen sind. Und das war wieder extrem knapp, weil halt eben Mundas Dabur wirklich in letzter Not noch ein Tor geschossen hat. Und Gulaschi hat echt ein Spiel seines Lebens gemacht. Offensiv, hier sieht man es auch, wie ich es mir vorgestellt habe. Zunächst einmal, ballbesitztechnisch war Leipzig natürlich um Längen besser, gar keine Frage. Und offensiv, ja, wir haben 9 Schüsse, die haben 6, gut, 5-4 Schüsse aufs Tor. Wir haben uns halt eben dann am Ende halt eben einfach durchgesetzt. Wir sehen es hier nochmal, Leverkusen 1-0 gegen Gladbach weiter in der 30. Minute in dem Fall und Hoffenheim führt 1-0 gegen Wolfsburg. Ich weiß auch nicht, was ist, aber mein Daumen fühlt sich gerade so an, als hätte ich irgendwie so einen Nerv oder so. Oh Gott, ich weine jetzt die ganze Zeit über meinen Daumen. Hoffenheim gewinnt 3-0 gegen Wolfsburg.
Du meine Güte, was zur Hölle ist da nochmal passiert? Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Aber oh, das, kennt ihr das, wenn ihr euch so, wenn ihr euch auf euren Nerv irgendwie gesetzt habt oder was weiß ich, sowas in der Art und dann eure Hand oder sowas so richtig am Zittern ist? Warte mal, ich blute ja sogar aus dem... Wie habe ich das denn gemacht? Geänderter Spieltermin, was haben wir denn da? Leverkusen gegen Bremen wird nochmal verschoben und 660.000 Euro haben wir nochmal hier eingefahren an Siegesprämien. Und ich würde sagen, gegen sowohl Bayern München als auch gegen Wolfsburg können wir, glaube ich, simulieren, weil ich glaube, ein weiteres Spiel kriege ich hier gerade nicht mehr gespielt. Und ich glaube, weil wir eben doch die Verlängerung gespielt haben, war das jetzt auch eine etwas längere Episode, dann zumindest was einen Spieltag betrifft. Wir sehen hier nochmal, ich bin letzte Zeit sehr gut in Form, fühle mich wohl. Ich hoffe da, dass gegen FC Bayern nicht auf der Bank sitzen werde. Weißt du was? Ich denke einfach mal darüber nach, so wie ich es immer sehr gerne sage. Und hier sehen wir, Achtung, sie können drei Spieler verlieren. Darunter auch Jiří Pavlenka. Das können wir auf jeden Fall nicht eingehen. Jiří Pavlenka, wir müssen auf jeden Fall mit dir in die Vertragsverhandlungen reingehen. Noch viel besser, da können wir die Episode noch ein bisschen länger machen. Und ich kann mich vielleicht mal ein bisschen auskurieren, ein bisschen entspannen. So was haben wir denn da, Pavlenka. Ich hoffe, du willst nicht übertreiben mit dem Gehalt. Zunächst einmal Rolle im Kader, gar keine Frage. Schlüsselspieler ist und bleibt natürlich unser bester Spieler, den wir hier haben. Jetzt bin ich sehr gespannt. Vertragsdauer 3 Jahre, trifft sich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was stellt ihr euch vor? Freigabesumme gar nichts. Ist absolut genau richtig. Wie sieht es mit dem Gehalt aus? Der will weniger verdienen? Also ich glaube, deine Verletzung hat dich auch irgendwie im Gehirn erwischt oder sowas. Wobei, es ist ja der Berater, der das sagt. Aber lass dir das doch nicht gefallen. Ganz ehrlich. Guck mal, dann gehe ich halt eben auf 400.000. Da verlierst du sogar ein bisschen weniger, aber du bist länger bei uns. Ja, gut. Ganz ehrlich, das nehme ich so mit. Die 100.000, die wir vom Transferbudget da runterziehen oder sowas, dafür, dass wir dich behalten können, nehme ich auf jeden Fall so mit. So, Capino ist jetzt die Frage, wollen wir den behalten? Ich weiß, Pavlenka ist auf jeden Fall verletzt, aber er kann halt sowieso noch am Ende der Saison eben wechseln. Ich glaube, das ist gar nicht mal so nötig. Wir können rein theoretisch, aber wir wollten ja Matsura verkaufen, sodass wir halt eben ein bisschen Geld mit dem machen können. Ist jetzt die Frage. Theoretisch kann ich halt eben auch einen Auswechselkeeper oder sowas mir natürlich holen. Also, dass ich halt eben wirklich vernünftig nach Torhütern suche, die dann gegebenenfalls sogar Pavlenka auf die Bank vielleicht scheuchen können oder so. Theoretisch gibt es ja noch eine Saison nach dieser Saison weiterhin. Also da müsste ich mal vielleicht überlegen. Will ich Capino? Ich glaube, ich will das gar nicht. So blöd es auch klingt. Und Tore Jakobsen sowieso nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Spieler das überhaupt ist, weil der Mann sowieso gar keine Rolle spielt. So, in der Mannschaft schauen wir mal ganz kurz vorbei. Das kann ich jetzt ja auch mal ganz schnell machen. Und wisst ihr was? Ich lasse mal Matsura spielen. Wir gucken mal, was so ein Matsura da alles so leisten kann. Augustinsson lassen wir jetzt auch mal spielen. Wie gesagt, so ein bisschen wechseln muss ich ja sowieso. Vejkovic packen wir mal rein. Wir packen mal Moisander rein. Selbst wenn wir jetzt voll halt eben auf wirklich richtig eine Klatsche oder sowas kassieren, nehme ich trotzdem mit. Weil, wie gesagt, wir sind momentan in der Liga, wenn mich nicht alles täuscht, halt auf Platz 4. Ich glaube, das konnten wir jetzt gerade eben auch nochmal sehen. Das bedeutet also für uns, dass wir halt hier eigentlich mehr oder weniger unbeschwert ruhig in das Match reingehen können. Wir müssen natürlich so ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt halt wirklich groß aufs Maul bekommen sollten, gibt es natürlich immer noch so ein bisschen die Gefahr, dass die Moral unserer Spieler wirklich auf einem Tiefpunkt landet, sodass die Spieler dann im nächsten Spiel oder sowas dann wirklich von sich aus schon verkacken oder so. Wir sehen auch hier, die haben 2-1 gewonnen gegen Inter Mailand. Also ich glaube, wir kriegen jetzt mal richtig einen aufs Maul, aber das muss vielleicht auch mal sein. Guck mal, wie viel lehnen wir jetzt? 4-0, ja meine ich doch. Alter, Lewandowski, Doppelpack, Carrasco haben die mit dem Tor gemacht, Matuidi mit dem Tor, ja selbstverständlich. Ich meine, okay, vergleicht mal jetzt die Mannschaft, die sie jetzt da gerade aufgestellt haben, meiner Mannschaft. Ja, und sag mir jetzt bitte, dass das nicht irgendwie von Anfang an klar war. Aber wie gesagt, das ist ja okay, da haben wir jetzt 4-0 gewonnen, ist eine dicke Klatsche, gar keine Frage. Aber das nehmen wir so mit, ist auch gegen Bayern München. Guck mal, wir sind halt eben momentan auf Platz 5. Wie gesagt, das ist so eine Sache, wo wir auch locker so hätten spielen können. Eggestein, Top-Leistung, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Wollen wir das so machen, dass wir Ferrari und so Matsura hochknallen? Oder wollen wir es vielleicht so machen? Nee, komm, wir machen mal weiter mit unserem Mittel hier. Mit Szymanski, Alanovic, Piotrowski und so, mit dem Kongeromat. Wir sehen schon, Schusskraft und Abschluss von Alanovic steigt. Sehr schön. Das heißt, er wird sogar noch ein viel besserer Schussexperte da werden. Eggestein freut sich, dass er spielen konnte. So lobe ich mir das doch. Denke, dass mir und Orgelim haben mich spielen haben lassen, wenn ich vor bin, das rechne ich ihnen hoch an. Ich würde sagen, bleib auf den Teppich auf jeden Fall, weil Eggestein, du hast keinen Stammplatz bei uns, also du musst dich das vielleicht noch ein bisschen mehr hier raus erkämpfen. Und als nächstes geht's ran gegen Wolfsburg, was ich dann auch eigentlich direkt mal simulieren könnte. Oh, Capino möchte spielen, oder was? Was sehen wir denn hier? Capino sagt, vom nächsten Match hängt viel von uns ab. Ich bin im Moment gut drauf, ich bin mir sicher, dass ich... Ja, okay, weißt du was? Ich würde sagen, du bekommst eine Chance. Ja, ich würde sagen, ich kann ihn auf jeden Fall einsetzen gegenüber von Matsura, der jetzt gerade 4 Gegentore bekommen hat in seinem allerersten Spiel. Der Arme. Müsst ihr das mal vorstellen, wie sehr er sich wahrscheinlich darauf gefreut hat. So, ja, endlich kann ich spielen. Endlich bin ich auch mal im Tor und so. Endlich kriege ich mal die Chance. Und was passiert dann im nächsten Zug? Er kriegt halt eben wirklich so ein 4-0 ab. Er muss direkt ran gegen Bayern. So, Cousins setzen wir jetzt mal von Anfang an rein.
Ich werde mal einen Konnok Bia hier reinsetzen. Alanovic lasse ich jetzt auch mal weiterspielen, genauso wie euch da oben. Ferrari vielleicht mal für einen Costa hier wechseln, der auch mal rechts spielen kann. Friedel möchte wahrscheinlich auch mal wieder spielen. Veljkovic kann ich ja auch mal lassen. Ansonsten, ja, vielleicht nochmal Munas Dabur. Weil wenn mich hier alles täuschen, müsste das jetzt erstmal das letzte Spiel sein vor der Winterpause. Dann sind wir hier gleich eigentlich mit der Hinrunde sogar schon tatsächlich durch, wenn mich nicht alles täuscht. Kalender, ja, Tatsache, Dezember, dann geht's rein in Januar, da haben wir wieder eine große Pause. Und dann geht's auch schon wieder los mit der Wintertransferperiode, wo ihr mir natürlich dann auch weiterhin Vorschläge in die Kommentare schreiben könnt, wen ich mir so verpflichten soll, wen ich verkaufen soll. Ich habe mir schon meine Gedanken gemacht, das werden wir dann auch sehen. Ein 0:0, das nehme ich mit. Yo, ganz ehrlich, 0:0 nehme ich mit. Ein Punkt, weiße Weste für Capino, super genial, Rashica mit einer gelben Karte. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm, der sammelt nicht so viele, gehe ich mal von aus. Das nehme ich so mit, das finde ich extrem klasse. Das heißt also, wir haben jetzt nicht irgendwie direkt nochmal super eine Klatsche oder sowas bekommen. Wir sind sogar gegen den Vierplatzierten, wir sind weiterhin auf Platz 5. Von daher, das hat sich absolut gelohnt. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben es durch die Hinrunde geschafft und sind auf Platz 5 in der Bundesliga. Das ist schon mal genial. So, ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht, aber ich fand es toll, dass ich spielen durfte. Ich glaube, du als Torhüter kannst dich freuen über die weiße Weste und dass wir halt einen Punkt geholt haben gegen den Vierplatzierten. Also, ich würde sagen, ja, das wäre natürlich eine Antwort, die man natürlich auch ganz gut geben kann hier. Er sagt halt selber so, also ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht und ich sag dann so, sag mal, wie kannst du eigentlich zufrieden sein, wenn es keinen Sieg gab? Was sind denn deine Ansprüche? So. Aber nein, ich würde sagen, verbessern kann man sich immer. Ja, spielt es auch nicht so häufig. Konnok Bia sagt danke fürs Zuhören und für die Spielzeit. Ich würde sagen, ich erwarte sogar noch mehr von dir, Konnok Bia. Du bist noch nicht an deinem Zenit. Du hast noch so viel mehr drauf. So, ich würde jetzt aber tatsächlich hier schon die Episode für heute beenden. Wobei, ich kann, glaube ich, noch 4 Tage nach vorne gehen, weil ich möchte nicht jetzt direkt in die Transferperiode reindriften. Aber ich glaube, so ein bisschen Spielerentwicklung können wir noch machen. Jawohl, Spielerentwicklung können wir noch machen. Sehr schön. Ich würde sogar Milan Alanovic und Piotrowski und so weiter einfach direkt mal weitermachen. Alanovic auf einer 62, Leute. Also so lobe ich es mir ja wohl. Genial. Und Piotrowski steigt halt eben auch, wächst und gedeiht, der Junge. So gefällt mir das am besten. Jetzt würde ich halt eben, wie gesagt, die Episode für heute beenden, damit wir in der nächsten Episode dann direkt reindriften können in die Transferperiode. Wenn euch diese Episode hier gefallen hat, wie ich mit Herzblut im wahrsten Sinne des Wortes dabei bin, dann würde mich ein Daumen hoch freuen und supporten. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, dann geht's wieder los mit den Transfers. Mal gucken, wie verrückt das wird. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ganz ehrlich bin, aber auch Bock drauf. Und ich hoffe, das habt ihr auch. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, tschüss.